Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tears of the Kingdom Guide. Und zwar, wo ihr das Erwachen-Set von Link finden könnt, das ihr auch mit der Link's Awakening Amiibo bekommt, mit diesem coolen Kopf hier, der ja, so wie Link halt im Spiel aussieht. Genau. Ich zeige euch, wo ihr dieses Set finden könnt. Einmal die Maske findet ihr hier beim Donnerplateau, wenn ihr hier in die Höhle geht. Dazu müsst ihr einfach die Schatten verbinden von Säule 1 oder von Säule 1 zu 2 rüber halt, dass eine Schattenlinie über das die Öffnung geht und dann öffnet sich der Boden und dann könnt ihr da die Truhe holen. Die Verbindung könnt ihr einfach machen mit den Bäumen, die hier umher, also diese Pilze könnt ihr hacken und dann könnt ihr die Baumstämme verbinden und so eine Schattenverbindung machen. Genau. So, dann das Gewand findet ihr hier bei der antiken Steinsäulenruine da hier überall. Da müsst ihr bei der einen Säule, die hier unten ist, müsst ihr oben drauf. Da ist ein Schalter, der drückt ihr und dann öffnet sich einfach den Weg in die Höhle hinein. Und da könnt ihr einfach nur geradeaus laufen und findet das Gewand. Richtig. Und die Hose findet ihr hier in der Arena-Ruine. Da müsst ihr hier unten hin. Da sind zwei Soldaten. Einer hält ein Schwert, der andere hält kein Schwert. Das Schwert liegt nebendran. Müsst ihr einfach mit dem Magnet oder also mit dem oder Ultrahand anmachen an die Hand. Und dann öffnet sich das Tor am Boden und ihr könnt in die Höhle gehen, wo ihr die Hose findet. Und dann habt ihr das komplette Set zusammen. Viel Spaß beim Holen. Gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen. Und bis zum nächsten Guide. Euer Blumi.at. Ciao, ciao.